Den typischen Gesangsverein finden Sie hier in Kirchdorf nicht. Die Vogelsberger haben sich die größten Klassiker der Rockmusik vorgenommen. Wie Queen, AC/DC oder Alice Cooper. Auch der 86-jährige Helmut Gläser singt mit und das schon seit 6 Jahrzehnten. Früher hat er aber eher Volkslieder getrellert. Aus der Traube in die Tonne, aus der Tonne in das Fass. Tradition ist ja auch wichtig. Doch dem Chor fehlen so langsam die Mitsänger. Der Nachwuchs bleibt aus. Es soll ja weitergehen, deswegen machen wir ja auch solche Dinge. Einfach, weil wir halt hier auch ein Kulturträger sind auf dem Land und auch was anderes zeigen wollen. Den Vogelsberger Männergesangsverein gibt seit 1861. Das angestaubte Chor-Image soll nun aber Geschichte sein. Deshalb versuchen es die Sänger nun mit Rock. Es gab keinen Protest, es gab vielleicht das ein oder andere Stirnrunzeln. Für ältere Semester wie Helmut Gläser anfangs schwierig, denn nicht alle hatten Englisch in der Schule. Ich singe mit, aber die Chorleiterin weiß, dass ich bei dem einen oder anderen Lied, wenn es Englisch ist, und dass ich da nicht so schnell mit der Aussprache mitkomme, und dann hört sie mich nicht, aber an anderen Stellen hört sie mich wieder. Mit 86, denke ich, haben die alle dafür Verständnis. Nach wochenlangem Warmlaufen und Proben will der Männergesangsverein nun auf die große Bühne. Patrick Müller ist mit 42 der Jüngste in der Runde und hat große Erwartungen an alle. Es ist dann schon die Disziplin dahinter, die muss da sein. Klar muss es auch ein bisschen krachen, weil es ist nun mal dann Rock. Auftritt vorm ganzen Dorf. Schließlich sollen so auch neue Gesangsmitglieder gewonnen werden. Dafür machen wir das. Der Lohn des Sängers ist der Applaus. Was soll da noch kommen, außer neue Sänger? Mal sehen, was uns einfällt. Ja, dann bleibt ja nur noch Punk, oder? Mal schauen. Ich glaube, muss man sehen, wie das da so möglich ist nachher.